Freut mich, dass du auch bei diesem Guide rund um die Sammelobjekte in God of War Ragnarök wieder mit dabei bist. Wir widmen uns der Region Flussdelta in Vanaheim und das befindet sich hier an diesem Punkt, zumindest ein Teil davon. Das Flussdelta selber erstreckt sich über mehrere andere Regionen, in denen wir teilweise auch, wenn du den Guide verfolgt hast, schon waren. Das wirst du gleich sehen. Aber hier machen wir zumindest mal den Anfang. Hier ist ein ganz guter Einstiegspunkt, denn hier gibt es auch das mystische Tor. Und du hast gesehen, hier gibt es direkt schon mal so eine Wissenstafel. Um die Ecke liegt dann auch noch ein Artefakt. Und da hinten hast du es schon gesehen, da hat auch noch was geblinkt. Und wenn du den ein oder anderen Schatz schon eingesammelt hast, dann weißt du auch, dass es sich dabei um einen Schatz handelt, für den du natürlich im Vorfeld auch die Schatzkarte gebraucht hast. Aber diese haben wir in der letzten Folge eingesammelt. Das bedeutet also, wenn du da noch irgendwie was suchen solltest, entweder gehst du oben über die Infobox in die Playlist und schaust dir das Ganze an. Oder aber unten in der Videobeschreibung werde ich dir den Link einstellen. Wenn du da draufklickst, kommst du direkt in dem entsprechenden Video an die Stelle und siehst dann, wo wir die Schatzkarte, die 10 der Riesen, eingesammelt haben. Als nächstes fahren wir jetzt mit unserem Boot auf die andere Seite und sind auf der Suche nach Odins Raben 1 von 2. Und hier siehst du auch, hier verlassen wir das Flussdelta und jetzt sind wir auf einmal wieder in den Klippenruinen. Da waren wir ja bereits schon gewesen, hier haben wir alles eingesammelt. Aber ich sag ja, das Flussdelta, das erstreckt sich halt einfach über mehrere Teile in Vanaheim. Und von daher musst du teilweise, um an die Sammelobjekte heranzukommen, auch nochmal Gebiete besuchen, die du möglicherweise schon besucht hast. Und ich würde dir auch wirklich empfehlen, das anhand von der Playlist abzuarbeiten, denn so hast du hier wirklich relativ kurze Wege. Und diese heruntergelassene Brücke gerade eben, die ist halt noch nicht heruntergelassen, wenn du diese Klippenruine sozusagen noch nicht komplett durchgespielt hast und das in dem Fall noch nicht herabgelassen hast. Dann sind wir jetzt auf der Suche nach Odins Raben 2 von 2. Dafür müssen wir jetzt allerdings ein ganzes Stück fahren. Müssen eigentlich komplett in die andere Richtung. Dafür nehmen wir hier die Seilrutsche. Das geht einfach viel schneller, um wieder herunterzukommen. Jetzt sind wir auch hier drüben wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir gerade eben im Video gestartet sind. Also falls du hier noch irgendwie was vergessen haben solltest, hast du jetzt nochmal die Chance. Und hier an der Stelle habe ich das Video jetzt ein bisschen beschleunigt, denn wir fahren relativ lang auf dem Fluss. Hier hast du die Möglichkeit, nochmal so einen Teil mitzunehmen. In dem Fall Yggdrasil Vitalitätstau. Und dann hier links abbiegen. Und jetzt sind wir angekommen an dem Pilger. Anlegestelle, an der Pilgeranlegerstelle. Und da waren wir ja auch in einem der Videos schon mal gewesen. Und wenn du dich erinnerst und im Guide gefolgt bist, dann haben wir hier oben mit diesem Kronleuchter diese Brücke sozusagen aktiviert, beziehungsweise diesen Rankenschutz aufgehoben. Und dann hatten wir hier hinten bei der legendären Truhe schon diesen Raben mal gesehen. Aber da hatte ich bereits erwähnt, da müssen wir aufpassen, den dürfen wir noch nicht einsammeln, denn das ist ein Sammelobjekt aus einem anderen Gebiet. Jetzt hier, wir schwenken immer mal wieder zurück zu dem Punkt, wo wir tatsächlich die Auflistung vom Flussdelta sehen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem zweiten Artefakt. Und auch hier werden wir jetzt einen etwas längeren Weg antreten. Auch das habe ich hier an der Stelle ein bisschen beschleunigt. Und fahren jetzt hier mit unserem Boot in diese Wurzeln, und das ist hier relativ unübersichtlich an der Stelle, hier musst du dich links halten, hier kannst du direkt anlegen und hier vorne bekommst du dann auch schon das zweite Artefakt. Wenn wir das eingesammelt haben, schauen wir natürlich auch nochmal kurz auf unsere Liste, ob wir da auch tatsächlich alles dabei haben. Jetzt haben wir das Artefakt-Set für die Familienwappen komplett. Und ja, wir haben alles eingesammelt. Jetzt müssen wir unten noch diesen unentdeckten Teil aufrufen. Das ist in dem Fall ein Yggdrasil-Riss. Und den finden wir hier oben. Und wenn wir den aktiviert haben, kommen da zwei Gegner raus. Die sind relativ easy zu machen. Die sind jetzt hier an der Stelle auf Stufe 6. Du wirst wahrscheinlich, wenn du dem Guide soweit komplett gefolgt bist, auch von deiner Ausstattung gut genug dabei sein, um es mit den Gegnern easy aufnehmen zu können. Und wenn wir diese dann besiegt haben, müssen wir natürlich auch da noch ein zweites Mal in den Yggdrasil-Riss reingreifen, damit wir den auch wirklich dann an der Stelle schließen. Das tun wir jetzt. Wir bekommen natürlich auch hier wieder eine Belohnung. In dem Fall Weltenstaub und Steinholz. Und
schauen nochmal auf unsere Liste. Genau, da ist das Ganze abgehakt, ein Yggdrasil-Riss. Und wir folgen dem Weg Richtung Roter Truhe und dort um die Ecke, da gibt es dann das nächste Wissen, den nächsten Wissenspunkt. Das haben wir auch mitgenommen, öffnen jetzt noch die Rote Truhe und danach schauen wir mal auf unsere Liste, ob es da auch alles abgehakt wurde. Wir sehen jetzt hier auf unserer Liste zunächst erstmal klar hier wieder den Codex-Eintrag, aber hier sehen wir dann, wir haben jetzt eigentlich alles eingesammelt und jetzt geht es noch um den Flussdelta-Gefallen und das ist hier unten die Sidequest rund um Lunda. Und an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung, falls du die Story noch nicht durchgespielt haben solltest, bring das erst alles hinter dich, damit du dann wirklich das alles ganz in Ruhe tun kannst oder komm hier an der Stelle ans Video einfach nochmal zurück. Wir müssen nämlich jetzt hier an den Punkt, wir sammeln diese Kugel, von der Lunda immer wieder mal gesprochen hat, die sammeln wir ein. Wenn du diese Quest an der Stelle hier noch nicht markiert hast, dann kann es möglicherweise sein, dass du diese Quest noch gar nicht freigeschaltet hast. Das bedeutet an dem Punkt aber auch wiederum, dann geh einfach nochmal an die Werkbank, treff Lunda dort, rede mit ihr. Du wirst dadurch nach Abschluss der Hauptstory ja die Sidequest dann auch aktivieren. Und nachdem du diese Kugel dann gefunden hast, an dem Punkt, in dem ich dir das gerade gezeigt habe, dann kehrst du wieder zurück zu Lunda. Du übergibst ihr die Kugel, von der sie die ganze Zeit schon geschwärmt hat. Jedes Mal, wenn wir sie in Midgard angetroffen haben, hat sie gesagt, ob wir schon auf der Suche nach der Kugel gewesen wären. Jetzt haben wir das Ganze abgeschlossen, erhalten dafür die Trophäe Neue Freunde und ja, wir haben alle Punkte in dem Gebiet Flussdelta erreicht. Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht in Vanaheim und wie wir dann auch den verborgenen, geheimen Regionsteil freischalten, dann folg doch einfach dem Video hier. In diesem Sinne hat es mich gefreut, dass du mit dabei warst und hau rein und mach's gut.